ihr Lieben und herzlich willkommen bei unserem Nerdlich Together. An meiner Seite Broxarus und der liebe Koya. Sagt doch mal Hallo, liebe Leute. Hallo. Hallo. Und wie ihr seht, sind wir am Updancen, am Abgrooven, ja. Den Nerdlich Dance. Den haben wir jetzt so getauft. Copyright, TM und alles Mögliche. Genau. Und waren gerade dabei, so ein bisschen zu questen. Gespinnt. Ja, natürlich. Dafür sind wir da, um zu spinnen. Und jetzt eine kleine Pirouette. Yay! Hey. Die Emotes sind echt genial. Das ist super, super witzig cool gemacht. Ja. Ja, wir sollten aber langsam mal. Jetzt habe ich deinen komischen Vogel. Ich dachte, wir machen jetzt eine Tanzfolge. Genau, 15 Minuten und machen dann irgendwie den Young Cat Song oder sowas drunter als kleines Highlight. Special Folge. Let's Dance. Wir machen mal hier direkt weiter. Wir haben ja euch versprochen in der letzten Folge, diesmal gibt's Kriegerpower. Alle nehmen den Krieger. Kriegerpower. Und was müssen wir denn überhaupt killen? Müssen wir hier die Krebse killen? Killen wir mal ein paar Krebse. Hauptsache Action. Richtig. Ja. Gewalt gegen Krebse. Mal schauen, wer die Aggro hat. Sie sind so schnell tot. Ich glaube, wir brauchen gar keine Krebse. Nee, ich glaube, ihr brauchtet Wildschweine. Kann das nicht sein? Irgendwie? Oder diese komischen Unter anderem, Banditen da? Ja. Wir brauchen Banditen und Wildschweine. Vollkommen korrekt. Ich folge euch jetzt einfach mal. Er hat angefangen. Bämse. Was? Du respawnst direkt neben mir? Großer Fehler. Oh, ich hab schon wieder Schweinefleisch bekommen. Mann, hast du ein Schwein. Ja. Ja, da gibt's mal wieder einen ordentlichen Schweinsbraten, gell? Nee, was Zunftiges zum Essen. Schweinehobo. Ich liebe Schweinehaxen. Ich oute mich hier jetzt als absoluter Fleischfresser. Oh ja, da bin ich aber auch dabei. Ich liebe Fleisch. Ich mag lieber Hühnchen. Das kommentiere ich jetzt einfach mal nicht, mein Lieber. Ich hab's zum Glück gar nicht verstanden. Wir brauchen immer noch hier so ein Stahlzahn-Wildschwein. Nee, wir brauchen einen Stoßzahn. Von einem Stahlschwül. Stahlzahn-Wildschwein. Ich glaube, das war so ein spezieller hier. Irgendwie. Mussten wir das nicht rufen? Schau mal, ob du so ein Item hast, womit du es rufen musst. Dieses Vieh. Ach so, ja, wahrscheinlich. Eines Monsters. Hier steht aber nicht welches Monster. Okay, das ja, ist komm, wahrscheinlich nicht so. Einfach hinterherrennen. Ja, das ist doch genau bei diesem komischen Wagen da ich gewesen. Ich kämpfe exakt gerade gegen irgendein Vieh. Man hat gesagt, ich soll ein Vieh rufen, deswegen habe ich ein Vieh gerufen. Ist er denn schon tot? Ja, der hat meinen Hund gesehen. Wir können ja noch einen herbeirufen, weil Döner hat ja auch noch Fleisch. Döner hat ja auch noch Fleisch. Aber hier ist auch, nee, Haubertstoßzahn. Machen wir mal Haubertstoßzahn. So, jetzt muss ich schon wieder die Karte aufmachen, weil ihm ja schon wieder weggeflitzt ist. Oh ja, hier. Haubertstoßzahn. Der Haubert mit dem Stoßzahn. Der Hubert mit dem Stoßzahn? So, ich habe einen Erfolg verzeichnet. Ja, weil wir gerade Haubert getötet haben. Ihr seid Helden. So. Was hab ich hier denn noch? Cool, jetzt habe ich den Stoßzahn auch. Cool. Achso, lag der da für dich noch, oder wie? Muss man nicht nochmal killen? Nein. Ja, dann hast du jetzt aber noch das ganze Fleisch im Inventar, was du wegschmeißen kannst. Theoretisch. Fleisch? Wieso? Ich dachte, aus Fleisch kann man sich einen Braten machen. Genau. Ja, nee, das ist anderes. Das war zu einem Herbeirufen, glaube ich. Aber jetzt haben wir nebenbei sogar hier diese Reise gemacht. Reise nach Geplündeter. Genau, und jetzt müsst ihr noch zu diesem anderen Wohnwagen, wenn ihr die nicht schon habt und dann. Nee, ich hab schon beide. Dann ist es nur noch abgeben. Ich gehe dann nochmal zu dem anderen Wohnwagen. So, jetzt habe ich ihn auch. 3 Schritte weiter. Achso, ja. Was machen wir denn dann jetzt? Oh, ich habe hier so viele Sachen auf. Gehen wir einfach mal ein paar von den Türen. Oder gehen wir erst abgeben? Ich würde sagen, wir geben erst ab. Sind die Viecher nicht gerade in der Nähe? Ja, aber wir müssen jetzt, ist ja eine Buchquest wieder. Ja, aber ich würde da oben das Wort heftig gerade noch mitnehmen. Ja, wir müssen da ja gleich sowieso rein, deswegen. So, ich habe mich von euch schon wieder. Ach, da seid ihr. Ah ja, gut, dann gebt erst ab. Mir ist das. Ja gut, wobei aber die Viecher echt hier sind. Oh, hier, der hat noch hier vorne, wir müssen mit Julian sprechen. Ja, hier, der hat sogar eine Quest für mich, die kenne ich noch gar nicht.
So, wo jetzt kommen wir nämlich in eine Stadt und abgeben. Also für mich hat er keine Quest. Musst du mit dem reden wegen den Koordinaten. Während ich hier laufe, kann ich skillen. Wo lauft ihr eigentlich hin? Fällt mir da gerade ein. Ins Dorf wieder, oder wie? Ich gar nicht, ja. Gar nirgends. Ich bin in der Stadt gelaufen. Stimmt, da ist er schon wieder. Ich warte hier oben einfach bei euch. Ich schnetzel vielleicht so lange mal ein paar von der denen. Der untreue Broxerus. So, der Quest ist abgegeben und eine neue angenommen. Glaube ich. So, ich bin auf dem Weg. Ja, wir müssen uns gleich entgegenlaufen. Hello. Ich laufe immer den falschen Weg zum Hafen. Verdammt. So, hast du auch noch mit jemand anderem außer Abel gesprochen? Nö, bis jetzt noch nicht. Achso. Ich werde jetzt immer eine Questbelohnung machen. Ich kriege gerade mein Quest mit dem Adlerschwarm wird die ganze Zeit verbessert. Er geht weiter, weil er da hinten irgendwelche Adlerschwärme killt. Cool. Also den ersten habe ich kalt gemacht. So, jetzt habe ich hier, was habe ich denn jetzt hier noch offen? Ich habe gar nichts mehr zum Annehmen offen. Doch, da hinten ist eine Daily Quest zum Annehmen. Aber die müssen wir jetzt ja nicht machen. So, ja den Quest gebe ich auch noch schnell ab. Bestie Tiger. Ich laufe jetzt einfach Schlechtern hin. So. Wie lange dauert das denn noch mit den ganzen Adlerschwarm-Schlechtern hier? Was brauchten ihr noch? Schlechter, oder was? Ja. Zwei Schlechter, genau. Hier, Schlechter. Schlechter, ich glaube, da müsst ihr aber ein bisschen näher zu mir kommen, weil die sind relativ weit hinten. Ja, und ich muss auch noch den Sammelgeheimplan des Bösewichts von Adlerschwarm Schlechter. Da gehe ich gerade hin. Killer, wo sind sie denn, die Schlechter? Gangster? Ah, sind sie. Da ist ein Schlechter. Ui. Bams, in your face. Stimmt, jetzt habe ich 3 von 6. 4 von 6. Und ich habe den Geheimplan. Und da ist noch ein Schlechter, da sind 2 Schlechter. Geheimplan des Bösewichts. Habe ich den jetzt 2-mal, oder was? Also wenn, dann her damit. Ich brauche noch einen. Den Geheimplan des Bösewichts muss ich auch noch, glaube ich. Moment. So, die Buchquest ist abgegeben. Ne, Bauernleitung brauche ich. Vor allem die Bauernleitung. Hier sind lauter böse Orks. Muss ich einen davon töten, oder was, um so ein Ding zu bekommen? Ja, einen Schlechter. Jetzt brauche ich Killer und Fechter. Die sind hier oben, in dem Camp drin selbst. Oh, guck mal, gleich beim ersten habe ich das Ding bekommen. Ich mache jetzt einfach meine Stärke hier hoch, weil wir brauchen... So. Ja, voilà, ein... mal... Eier hat... Ach, bei Julian kann man den gegen Quest abgeben. Da kann ich auch direkt hier machen. Annehmen, so. Next Quest geschafft. Hast du bei Julian abgegeben? Ich gehe gerade dahin. Da ist ein Fechter. Er ist ja nicht weit weg. Und ein Killer steht da auch direkt. Ich merke auch gerade, mein Krieger ist auf 100%. Gib mal eine Quest ab. Diesen Geheimplan des Bösewichts kann ich jetzt irgendwohin abgeben. Ja, bei dem Julian. Bei Julian, da stehe ich auch gerade. Habe ich auch gerade gemacht. Nee, ich muss irgendwie in die Stadt. Oh. Ja, da habe ich das noch ist was die, zum Abgeben. Das ist die Folgequest dann davon. Also bei Julian hatte ich ihn schon abgegeben und der schickt einen dann irgendwie, glaube ich. Achso, ja, dann laufe ich in da die Stadt. Auch hin. Was ich jetzt noch brauche, ist gewürztes Wildschweinfleisch. Wo kriege ich das denn her? Ach, mit Nessa soll man reden. Achso. Genau, mit Nessa, das ist der unten am Pier. Ja, bei dem habe ich auch noch einen anderen Quest zum Abgeben. Habt ihr denn habt ihr schon die Quest Besiege Ara Raptor? Ja, das müsste im nächsten Gebiet sein. Achso, weil ich wollte jetzt da eigentlich hin und schon mal ein paar schnetzeln, damit wir die auch abgeben können. Ich glaube, das ist im nächsten Gebiet. Nee, die sind hier. Echt? Mhm. Okay, ja, dann komme ich da gleich hin. Achso, die sind das, okay. Oh, ich habe jetzt die nächste Quest in dieser Adlerschwarm-Gang, aber da müsstest du ja jetzt dann auch hinkommen, zumindest Roxy. Mhm. Und mache ich jetzt Machtschriftrolle oder Schutzschriftrolle? Ich nehme immer Macht.
Macht es gut. Ich auch wenn's immer nur, Zufall. Auch wenn es zwei weniger sind. Sprich mit Obel, sprich mit Benz. Ja, die sind da oben. Ja, ich weiß, Obel ist diese komische Tänzerin. Hey! Kann man da hochhüpfen? Bin trotzdem schneller. Bleib ja ständig hängen. So, die Hälfte wäre auch schon mal geschafft. Es fehlen noch 6 Ara-Raptoren. So, nochmal sprechen. Üben. Mit Spence. Und dann haben wir das auch schon. Und hier kriegen wir noch eine Zauberverbesserung. Auch nicht. Und zu Abel. Geheimnis Eisenstab. Klingt cool. Und er hat schon wieder eine Quest. Bist ein guter Kunde. Erreiche Level 15. Verfügbare Questbelohnung. Personalisierte Brille. Ja, okay. Quest Level 15, die Quest erreiche Level 15 habe ich auch noch nicht abgegeben. Die wollte ich dann mit euch zusammen abgeben. Ja, die habe ich jetzt gerade abgegeben. Die hast du abgegeben? Jetzt gerade. Ach, du hast ja auch Level 15, ja. Ah, dann gebe ich sie halt ab. Ich bin noch 3% vor Level 15. Weil ich gar nicht weiß, steigt das jetzt eigentlich noch? Wo mein Krieger jetzt schon auf 100% ist? Deine Charaktererfahrung, deine Klasse, ja, Charaktererfahrung, ja, nur deine Level, Klassenerfahrung nicht. Gut, gut. Wo läuft denn der mit? Keine Ahnung. Quest Level 15, wo, was? Wo muss ich denn die abgeben? Sprich mit Seelenwächter, um deinen Questfortschritt zu berichten. Welcher Seelenwächter? Nee, das ist der falsche. Du musst hier mit Spence reden, glaube ich. Nee, nee, der sagt mir, und wenn ich dann draufklicke, läuft der auch los, und zwar in Richtung dieses, Regenbogen. Doch, aber Waldes. Ich habe die auch gerade abgegeben, und zwar bei Spence. Ja, ja, ich hatte die auch schon mal, das weiß ich, nur da geht's irgendwie weiter. Das ist Weiterbildung 2, nennt sich diese Quest. Ah, okay. Das ist eine andere. Die habe ich jetzt nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal zu dieser Instanz. Ach so, doch, ja. Sprich mit Seelenwächter, um deinen Questfortschritt zu berichten. Genau, das ist Weiterbildung 2, und dieser Seelenwächter ist im nächsten Gebiet erst. Also insofern, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, wir können mal schauen, ob es da oben... Das ist doch eine Instanz da oben, oder? Ich weiß es nicht, bei Fort Heftig. Ja, und da müsste auch dann endlich das mit dem Kristall sein. Ja, ich hoffe es doch, dass wir dann endlich diese Level 10 Quest da mal rauskriegen. Ja, schon cool. Habt ihr denn schon diese sammel-uralte Bauanleitung Alpaka-Futter? Das hatte ich, glaube ich, schon, oder? Warte mal. Das ist eine Level 16 Quest. Ja, habe ich. Erreiche Level 16. Na toll, jetzt habe ich das blöde Buch zweimal. Ja. Aber wir laufen die ganze Zeit voll auseinander weg. Ich laufe hier gar nicht, ihr lauft weg von mir. Und dabei habe ich gar nicht den hässlichen Hund. Nichts gegen meinen Hund. Ja, dann mache ich diese Alpaka-Futter halt wann anders, oder ich... Stimmt, ja, ihr seid auch echt weit weg voneinander, sehe ich jetzt auch gerade. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Instanz. Aber wir sind, glaube ich, schon wieder am Ende, glaube ich, oder? Ja, wir sind schon wieder fast am Ende. Kann nicht sein. Ja, aber guck mal, dann haben wir doch für die nächste Folge schon was sehr Cooles, nämlich die Instanz. Klingt das gut? Nehmen wir die Instanz? Ja, wenn wir bis dahin in der nächsten Folge da reinkommen. Ja, das schaffen wir. Nicht doch sehr optimistisch. Natürlich, ich glaube an uns. Wir haben ja noch ein paar Quests, die wir davor machen müssen. Ja, schauen wir mal, tschüss, was uns da erwartet. Tschüss. 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 Ja, liebe Leute, wir sind dann raus. Ich bin raus und ich sag tschüss. Ciao, ciao und tschüss. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Macht's gut.